Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam im Himmel. Ich entschuldige mich nochmal für gestern, dass das so abgefuckt war. Oh, das ganze Game hat mich aufgeregt gestern, ey, das ging gar nicht. Aber naja, gut. Gehen wir los, würde ich sagen. Ja, wir sind bereit. Ja, wir sind bereit, genau, gut. Dann kommt hier rüber. Geil. Ich schicke euch jetzt in den Traum von Azuril. Und los geht's. Ah, ich sitze nicht richtig irgendwie, habe ich das Gefühl. Das sieht echt cool aus. Sieht so das Innere eines Traums aus? Dragon Doki. Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Traumato. Ja, wir hören dich. Gut. Hört sich an, als wärt ihr gut reingekommen. Wie ich bereits sagte, ist an dem Traum etwas richtig Böses. Ich glaube nicht, dass ich euch daran erinnern muss, aber seid vorsichtig da drin. Okay, danke Traumato. Dann gehen wir mal in den Traum hinein. Jop. Albtraum U1. Okay. Eigentlich, also, wenn hier Pokémon sind, dann ist es eigentlich ein bisschen abgefuckt. Es sind hier Pokémon. Es ist ein bisschen abgefuckt, ne? Ich meine, klar, es ist ein Dungeon, aber es ist ein Albtraum, Alter. Ein verdammter Albtraum. Wie soll denn in einem Traum von einem kleinen Pokémon Pokémon sein? Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Mich soll es nicht stören. Mich soll es nicht stören. Wie wir eben gesehen haben, geben die schön gut Erfahrungspunkte. Hatte das Voin genau gerade Lippenstift drauf? Haben das weibliche Voin genau? Echt? Wusste ich gar nicht. Ist ja cool, ne? Irgendwie? Ja, doch. Irgendwie ist es cool. Also ich weiß nicht, ob wir hier noch Level 50 erreichen, aber vor Ende des... Vor Ende des Schluckaufs, ja. Vor Ende des Spiels werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch Level 50 erreichen. Und das ist ziemlich cool. Aua. Pokémon fallen, ich liebe sie. Es gibt nichts Besseres. Hey, das war close. Hust. Gut, Albtraum U3. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen der Albtraum hier hat. Ach, das ist es. Ich habe diese Mission oder ja, diesen Abschnitt, diesen Teil von dem Mystery Dungeon habe ich nur einmal in meinem Leben gespielt. Daher kann ich mich kaum noch hier an irgendwas erinnern. Ich kann mich selber noch daran erinnern, dass der... Ups, ich wollte es eben gar nicht öffnen, egal. Dass der Endkampf gegen Darkrai echt abgefuckt schwer war. So viel weiß ich. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Wow, 27 Erfahrungspunkte. GG. Und ja. Ich hoffe mal, dass wir mit unserem Level überhaupt da durchkommen. Ich weiß nicht, was ich damals für ein Level hatte. Aber ich glaube, schlechter als jetzt. Ich glaube schon. Ich glaube, ich war da irgendwie gegen den Darkrai-Kampf oder so. Irgendwas 44 oder so? Ich bin mir nicht sicher. Es ist Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. Wie viele Jahre ist das her? Oh Gott. Da habe ich, glaube ich, noch nicht mal YouTube. Nee, das muss auf jeden Fall... Da war die YouTube-Szene auch noch nicht in Gange, sag ich mal. Das heißt, es war locker... Wann hat das mit YouTube begonnen? 2009, ne? Die Let's Player-Szene hat 2009, glaube ich, begonnen, ja. Das heißt, es ist locker 8 Jahre her. Es muss 8 Jahre sein. Heilige Kacke. Das ist krass. Das ist eine ganz schöne Zeit. Dass das Spiel schon 8 Jahre alt ist, hui. Ich weiß gar nicht. Aber es ist definitiv schon älter als 8 Jahre. Aber es kommt einem halt alles nicht so lange vor. Dass YouTube schon 8 Jahre jetzt vorhanden ist. Vorhanden. Das klingt so geil. Ja, es ist ja schon länger vorhanden, aber dass die Let's Player-Szene, sag ich mal, schon so lange. Dass es die schon so lange gibt, ist ganz schön krass. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie sich das alles jetzt so von den Let's Plays, also so, sogenannte Let's Plays, wie sich das alles entwickelt hat. So, die wirklich Let's Plays gibt es ja gar nicht mehr. Also kaum noch. Looks Like Link zum Beispiel macht noch Standard, diese alten Standard-Let's Plays. Gronkh ja auch noch, würde ich jetzt mal sagen, ja doch.
Bestimmt auch noch einige andere, aber das sind eigentlich so die einzigen, die ich jetzt so wirklich kenne, sag ich mal. Ich gucke halt wenig Leute. Die meisten machen halt dann eher editierte Videos, das heißt geschnitten alles und so. Nicht wirklich Let's Play. Ich mache ja auch noch alte Standard-Let's Plays, sag ich mal. Weil ich ich spiele ja, ohne zu schneiden, spiele ich ein Spiel durch. Und laber das mit euch. Meine Titel sind zwar nicht mehr Let's Play, das und das, sondern nur einfach Spiel und dann Name des Parts und halt Nummer des Parts. Aber so vom Inhalt her ist es ja eigentlich immer noch ein normales Let's Play. Wie es damals begonnen hat. Gehen wir mal hier runter kurz. Hallo! Ja, sonst kenne ich halt wenige, die noch wirklich Let's Plays machen. Von den Leuten, die ich gucke, eigentlich auch kaum noch. Ja gut, Zombie macht ja auch zwischendurch noch normale Let's Plays. Auch nicht alles, aber so ein paar. So, Minecraft ist ja gut. Ich weiß noch, wie damals alle noch Minecraft normal Let's Played haben. Und dagegen würde ich jetzt auch ohne Witz, ich würde gegen Minecraft normales Minecraft Let's Play nichts haben. Also, so das ganze Minecraft PvP und dass die ganzen Leute, also dass viele Leute nur Minecraft bringen. Das fuckt mich halt mega ab. Das ist halt ein bisschen scheiße, finde ich. Weil Minecraft ist an sich echt ein schönes Spiel, aber ich weiß nicht, durch das ganze PvP ist es halt echt irgendwie meh. Meh. Einfach meh. Ich weiß nicht. So, ich bräuchte mal einen Top-Elixier. Wie gesagt, so ein normales Minecraft-Let's Play oder so. Ist ganz cool. Hatte ich auch mal vor. Noch zu machen. Oder Minecraft Skyblock oder so. Das ist wieder was komplett anderes als so die ganzen Minecraft-PvP-Scheiße. Na, was heißt Scheiße? Ich hab's ja auch gern gespielt. Oder ich spiel's ja auch manchmal zwischendurch ganz gerne. Aber wenn der Kanal oder so nur aus Minecraft-PvP besteht, dann ist es echt. Weiß ich nicht. Ja, es ist. Nee. Meins ist es nicht. Aber jeder sein Ding. Jeder soll sein Ding machen. Aber wie gesagt, ich gucke halt kaum YouTuber, so die noch normale Standard-Let's Plays machen. Das war ja eigentlich das Thema gerade. Genau. Wen gucke ich denn? Ja, Zombie zwischendurch mal. Aber auch eigentlich hauptsächlich die Zombie macht Sachen Videos. Holly gucke ich super gerne. Holly ist so mit einem meiner Lieblings-YouTuber geworden. Weil Holly einfach super ist. Wollen wir gerade davon sprechen, mein Freund? Ich habe in letzter Zeit nicht viel von ihm gehört. Ich frage mich, wie es ihm geht. Was war das denn? Ich will das Fluff nicht besiegen. Es war gerade so. Okay. Es war ja gerade mal. Was war das denn gerade? Es kämpft gegen die Tränen an. Mein Freund, ich habe ihn so lange nicht gesehen. Wie süß. Wo war ich gerade? Genau, Holly. Holly ist super. Hollys Videos sind auch, Alter, super geil. Holly macht echt super, super Stuff. Aber egal. Darum geht's gar nicht. Um Holly, nicht direkt um Holly. Den gucke ich gerne. Er macht aber auch nicht mehr Standard-Let's Plays. Er macht ja auch Edited-Videos und Isaac. Halt. Oh, jetzt kann ich gerade nicht mehr weiterreden. Wir sind ganz schön weit vorgedrungen, Doki. Ja, das sind wir. Aber jetzt führt nur noch ein einzelner langer Fahrt, wie es scheint. Gehen wir noch etwas weiter. Ah, was ist passiert? Du, wie? Wie seid ihr reingekommen? Ist hier jemand? Wer ist das? Wo bist du? Zeig dich. Ich bin... Cresselia! Oh, ups. Was? Du bist... Ich bin... Cresselia. Cresselia? Es ist Cresselia, das Pokémon aus meinen Träumen. Ich kann mir nicht erklären, wie ihr hereingekommen seid, aber... Ich finde euren Besuch äußerst praktisch. Ich wollte euch beide schon lange mal treffen. Cresselia? Also, waren meine Träume... Sie waren doch keine gewöhnlichen Träume. Oh, Dragon hatte auch die Träume? Was? Was ich in meinen Träumen gesehen habe. Ja, was ich dir in deinen Träumen erzählt habe, ist die Wahrheit. Ihr beide solltet in dieser Welt nicht existieren. Herr Dragon auch nicht? Was, ihr beiden?
Ja, das habe ich vermutet. Dass du und ich die gleichen Träume haben, Doki. Ich ging in die Zukunft. Dann kam ich zurück in diese Welt. Und das verursachte die Störung dieser Welt. Das sagte mir Cresselia in meinen Träumen. Also, hatte nicht nur ich diese Träume. Und Dragon ist genau wie ich. Dragon ist auch eine Existenz, die es in dieser Welt nicht geben darf. Cresselia hat das auch zu Dragon gesagt. Verzeihung, Cresselia, könntest du uns etwas erläutern? Ich bin in die Zukunft und wieder zurückgereist. Und Doki war ein Mensch, der aus der Zukunft gekommen ist. Du sagtest, dass für die Verzerrung des Raumgefüges... Nein, ich habe aus Versehen weitergeklickt, scheiße. Wenn der Raum selbst sich verzerrt, warum wird die Welt dadurch zerstört? Wenn die Verzerrung des Raumgefüges expandiert, dann expandieren auch die Mächte der Dunkelheit. Und irgendwann wird die Welt in einen Albtraum gehüllt. In einen Albtraum gehüllt? Ja. Wisst ihr, wo wir uns in diesem Moment befinden? Nun, wir befinden uns in dem Traum von Azurill, oder etwa nicht? Das ist korrekt. Und um genau zu sein, befinden wir uns in dem Albtraum von Azurill. Azurill wird in dem Albtraum gefangen bleiben. Er wird nie wieder aufwachen. Dieser Albtraum wird irgendwann über die ganze Welt gekrochen kommen. Im Moment ist nur Azurill von diesem Albtraum betroffen. Aber bald werden sich auch andere Pokémon aus dem Netz verfangen, das der Albtraum auslegt. In dem Netz verfangen. Immer mehr Pokémon werden in einen nicht enden wollenden Schlaf fallen. Gott. Und letztendlich werden alle Pokémon in diesem Albtraum ohne Ende gefangen sein. Alle Pokémon? Hey, Cresselia, was muss getan werden, um die Verzerrung des Raumgefüges zu überwinden? Wie kann die Verzerrung beseitigt werden? Es gibt nur einen Weg, die Verzerrung zu beseitigen. Und ihr müsst verschwinden. Was? Verschwinden wir? Ich habe auf diese Gelegenheit gewartet. Die Gelegenheit, euch verschwinden zu lassen. Was? Eine Sekunde mal. Wir wollen nicht verschwinden, wir müssen mehr darüber erfahren, was passiert. Dann wollt ihr lieber, dass alle Pokémon von einem Albtraum verschluckt werden. Das ist nicht das, was ich will. Cresselia, ist es wirklich wahr? Wenn wir verschwinden, würde die Welt wirklich gerettet werden? Ja, sie würde gerettet werden. Denn es ist nur eure Existenz. Nur sie lässt die Welt auf den Abgrund zutreiben. Ja. Ich bedauere sehr, dass ich das tun muss. Bereitet euch darauf vor, zu verschwinden. Es muss getan werden. Die Welt muss gerettet werden. Ah! Hey! Hallo Doki, Dragon? Wo seid ihr? Ja, wir sind unterbrochen worden. Dabei wäre mein Werk fast vollbracht gewesen. Ich wurde diesmal unterbrochen, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr beiden verschwindet. Wenn ihr die Welt natürlich selbst retten wollt, dann solltet ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, euch selbst verschwinden zu lassen. Lebt wohl. Das ist niemals Cresselia, das ist doch locker Darkrai, oder? Puh, das war knapp. Hey, hier seid ihr also. Oh. Traumato, warum bist du hier? Ihr wart so lange weg, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mich entschieden, tapfer zu sein und nach euch zu suchen. Dieser Ort hat etwas Gefährliches an sich. Wir sollten hier nicht bleiben. Gehen wir fürs Erste zurück zur Gilde. Das war niemals... Das war doch locker Darkrai. Cresselia ist, glaube ich, viel netter. Ich verstehe. Ah, ihr seid also Cresselia begegnet. Und sie sagte, dass der Albtraum von Azurill durch eine Verzerrung im Raumgefüge verursacht werde. Ja. Ah, wenn sie nichts daran ändert, dann werden alle Pokémon genau wie Azurill in einen unendlichen Schlaf versinken. Das hat Cresselia gesagt. Ja. Ah, wenn das alles stimmt, haben wir ein schlimmes Problem. Ah, wir müssen etwas tun. Also, Plaudergeil, was weißt du über Cresselia? Ja, ich weiß von diesem Pokémon, aber nur vom Hörensagen. Es heißt, Cresselia erscheine nur in der Nacht des Viertelmondes. Es heißt weiter, sie könne emotionale Wunden anderer Pokémon einfach mit dem sanften Licht ihres Körpers heilen. Sie machte keinen so freundlichen Eindruck. Ah, noch eine Sache über Cresselia. Man sagt, diese Pokémon haben eine mystische Kraft, die Dunkelheit bannen zu können. Die Kraft, Dunkelheit zu bannen? Hey, nur damit ich es nicht falsch verstehe, werden wir nichts unternehmen. Dann werden alle Pokémon der Welt für immer einschlafen. Hey, das bedeutet, wir müssen jetzt etwas tun, um die Verzerrung des Raumes zu beheben. Hey, Dragon, sagte Cresselia zufällig etwas von. Nun, sagte sie etwas darüber, wie die Verzerrung des Raumes aufgehalten werden kann.
Na, was? Wie man die Verzerrung des Raumes aufhalten kann? Warum bist du so himmelig? Himmelig? Habe ich dich irgendwas Seltsames gefragt? Nein, das hat nichts damit zu tun, was du gesagt hast. Tut mir leid. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. So, ein Weg, um die Verzerrung des Raumes aufzuhalten. Nö. Ich erinnere mich nicht, dass Cresselia etwas dazu gesagt hätte. Na, verstehe. Das ist bedauerlich. Naja, was soll's. Schauen wir uns die Verzerrung des Raumes einmal gemeinsam an. Wenn wir das nicht tun, können wir die Ausbreitung des Albtraums nicht verhindern. Plaudergei. Ja, Guildmeister. Alles klar, Leute. Wir gehen fürs Erste heute auseinander. Und am Morgen forscht jeder individuell nach, was es mit der Verzerrung des Raumes selbst auf sich hat. Oh ja, wird erledigt. Alles klar, wegtreten. Okay. Oh. Es kommt wieder eine Szene. Irgendwas Spannendes. Als wir in der Gilde waren, als Romato uns fragte, ob wir wüssten, wie die Verzerrung des Raumes aufzuhalten sei. Ich habe gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie wir wissen, gibt es einen Weg, die Verzerrung zu stoppen. Die einzige Lösung wäre, dass wir von dieser Welt verschwinden. Ich konnte mich nicht überwinden, das zu sagen, Mann. Aber ist es etwas, das ich jedem auf die Nase binden muss? Hey Doki, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn wir verschwenden, ob die Welt dann gerettet wäre? Ich weiß es nicht. In diesem Fall wäre es vielleicht das Beste, was wir tun könnten. Ja, Dragon. Ja, ich halte das nicht aus. All diese Sorgen machen mich müde. Legen wir uns schlafen, Doki. Ja. Lass mal eine Nacht drüber schlafen. Kann nicht schlafen. Dragon schläft schon, nehme ich an. Aber ich muss mich fragen, wie ich es verstehe, verursachen wir die Verzerrung des... Aber wieso treibt das die Welt in den Abgrund? Ich kann es immer noch nicht glauben. Beim ersten Mal dachte ich, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Aber nach diesem zweiten Traum, als mir von der Verzerrung des Raumes erzählt wurde, von da an begann ich zu denken, dass es vielleicht wahr sein könnte. Hey, dabei fällt mir ein, dass am Morgen, nachdem ich diesen Traum hatte, Dragon sprach mit mir. Warum bist du so Gedanken verloren? Das kenne ich gar nicht von dir, Doki. Komm schon, zeig etwas hier an, Doki. Dragon ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich, aber Dragon könnte recht haben. Dragon war ungewöhnlich gut drauf damals. Aber Dragon war gerade vom gleichen Traum über als Cresselia aufgewacht, den ich hatte. In dem Moment muss sich Dragon absichtlich fröhlich um mich herum verhalten haben, weil Dragon vermutete, dass ich genau den gleichen Traum gehabt hatte. Und mich daher aufheitern wollte. Dragon muss auch Angst haben. Aber Dragon war viel besorgter um mich. Dann in dem Albtraum von Azuril, was Cresselia sagte und was sie zu tun versuchte. Das hat mich niedergeschmettert. Aber genau deshalb darf ich den Mut nicht verlieren. Meinen Mut nicht verlieren. Mut. Und nochmal, oioioi. So viele Szenen heute Nacht, ey. Ja, Dragon ist weg. Dragon ist nicht hier. Vielleicht draußen. Da ist er. Na, Doki, du bist auch schon wach? Was? Ich habe kein Auge zugemacht. Hey, Doki, dürfen wir wirklich nicht hier bleiben? Können wir nicht in dieser Welt bleiben? Als wir die Ärger im Zeitturm bekämpften, du hast gekämpft, obwohl du wusstest, dass du verschwinden würdest, Doki. Denn sogar, wenn du verschwinden solltest, du dachtest, es würde die Welt retten. Darum hast du es getan, oder? Wenn es so ist, vielleicht sollten wir dann dieses Mal das Gleiche tun. Dragon. Ich wusste zwar, dass ich, als ich gegen die Alger kämpfte, dass ich verschwinden würde, falls wir Erfolg hätten. Aber es musste getan werden, um die Lähmung des Planeten zu verhindern.
Damals war ich bereit, für die Rettung der Welt zu verschwinden. Ich fühle jetzt genauso. Aber ist die Situation wirklich gleich? Irgendetwas fühlt sich diesmal anders an. Aber Doki, was meinst du dazu? Sollen wir wirklich aus dieser Welt verschwinden? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Du denkst bestimmt, wir sollten verschwinden, Doki. Wenn dem so ist... Aber irgendwas ist seltsam. Du glaubst, irgendwas ist seltsam? Was ist denn seltsam? Das ganze Raumverzerrungsdings. Alles, was Cresselia... Nein, nicht alles. Das ganze Raumverzerrungsding. Die Verzerrung des Raumes? Ich verstehe diese ganze Idee mit der Verzerrung des Raumes nicht wirklich. Aber uns wurde gesagt, dass wir die Verzerrung des Raumes verursachen würden. Das wurde uns bei der Glitzerquelle gesagt. Wenn du darüber nachdenkst, musst du einsehen, dass die Raumverzerrung wirklich real ist. Das stimmt. Aber irgendwas ist diesmal anders, was das Verschwinden betrifft. Ich weiß, dass etwas anders ist. Aber was ist es? Ich muss darüber nachdenken. Das ist es! Das stimmt! Dies ist anders als zuvor. Damals mit Dialga hatte ich keine Wahl, als zu verschwinden. Ich muss es Dragon erzählen. Hä? Wie bitte? Es ist diesmal anders? Was ist anders? Was? Beim Zeitturm warst du bereit zu verschwinden, aber das ist diesmal nicht so? Ja, richtig. Was? Du hast damals im Zeitturm getan, was zu tun war, weil du es musstest. Du hast deine Zukunft verändert, weil du wusstest, dass es zum Weltfrieden führt. Aber deine Wahl war nicht die, ob du verschwinden sollst. Aber diesmal kann niemand sagen, was passiert, wenn wir verschwinden. Dieses Mal nicht. Wir wissen also nicht, ob danach wieder Frieden in diese Welt einkehrt. Du sagst also, nichts an dieser Sache sei sicher. Es ist wahr. Es ist wahr, dass die Dinge nicht völlig sicher sind. Aber du bist ein Mensch aus der Zukunft. So viel steht fest, Doki. Ich ging in die Zukunft und kam dann zurück in diese Welt. Und es scheint, dass der Raum sich unseretwegen zu verzerren beginnt. Es führt keinen Weg um die Tatsache herum, dass wir die Geschichte verändert haben. Das muss bedeuten, dass es wahr ist, was uns erzählt wurde. Dragon. Oh. Das Hotel. Die Sonne geht auf. Und der Part ist gleich vorbei. Lol. Wie lange haben wir denn gelabert, ey? Hui. Das kam mir nicht so lange vor. Es ist wunderschön. Ein schöner neuer Sonnenaufgang. Oh, Toki. Wenn ich die Sonne so aufgehen sehe, kommen die Erinnerungen in mir hoch. Ich habe die Sonne von hier aus schon aufgehen sehen. Das ist nicht das erste Mal. Das erste Mal, da war Reptane dabei. Reptane? Ja. Erinnerst du dich, als wir aus der Zukunft zurückkamen, wir haben hier geschlafen. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich den Sonnenaufgang hier zum ersten Mal gesehen. Ich muss mich gerade an etwas bei diesem ersten Mal erinnern. An etwas, das Reptane mich fragte. Aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Ich habe nicht aufgegeben, als wir versuchten, aus der Zukunft zu fliehen. Das muss Reptane als seltsam erachtet haben. Darum fragte mich Reptane wohl, warum ich mich weigerte aufzugeben. Aber ich hatte keine Antwort. Ich wusste nicht, warum ich damals so mutig war. Aber ich habe darüber nachgedacht und begann zu verstehen. Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht war es, weil Doki mir beigestanden hat. Na, Doki. Das war es. Ich schaffte es, tapfer zu bleiben, weil du immer bei mir warst, Doki. Das wurde mir dann endgültig klar. Und das habe ich Reptane gesagt. Kurz bevor wir Reptane im verborgenen Land verloren haben. Dragon, Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwirfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hier zurückkommen. Pass gut auf Doki auf. Versprich mir das. Aber deinen Platz einnehmen, Reptane? Das kann ich nicht. Du musst und du wirst. Weil du es kannst, Dragon. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Reptane hat mir seinen letzten Wunsch anvertraut. Ich schäme mich. Oh, Doki. Wenn du nicht aufgibst, Doki, dann gebe ich auch nicht auf. Dragon!
Es muss noch irgendetwas geben, das wir tun können. Es muss einen Weg geben, wie wir die Dinge wieder hinbiegen können, ohne zu verschwinden zu müssen. Das stimmt. So kenne ich dich, Dragon. Wir müssen dranbleiben, Doki. Lass uns einen Ausweg finden. Ja. Kann ich jetzt den Part beenden? Oh, Doki, ich überlege gerade. Vorher ging es darum, dass die Zeit zerstört wurde, richtig? Und nun verzerrt sich das Raumgefüge. Die Zerstörung der Zeit ist und die Verzerrung des Raumes. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Aber die Zerstörung von Zeit und Raum, da muss irgendwas zusammenhängen. Zeit und Raum? Ein möglicher Zusammenhang? Erinnerst du dich, als die Zeit zusammenbrach? Lapras gab uns viele Einblicke in den Zeitturm. Also was die Verzerrung des Raumes angeht, denkst du, Lapras könnte darüber auch etwas wissen? Lapras? Nun ja, eigentlich... Es wäre nicht verwunderlich, wenn Lapras etwas darüber wüsste. Ich dachte mir, dass du so denkst, Doki. Okay, das wäre geregelt. Machen wir uns auf zu Lapras. Lapras sollte am Strand sein. Ab zum Strand mit uns, Doki. Jo, aber das erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.